Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wir waren ja in Prospectors Residence. Ja, tatsächlich kann man sogar sagen, ein bisschen herumgeirrt. War halt nicht ganz so toll gelaufen. Der Punkt ist, ups, kann man das hier zeigen ein bisschen? Da. Und hatten jetzt dann doch noch einen Gang gefunden. Leider nicht auf die tolle Weise mit den Pfadfinderzaubern, wie der heißt. Sondern einfach so, Hauptsache wir kommen vorwärts. Und wie beim letzten Mal schon angekündigt, werde ich mich darauf beschränken, noch sowas hier mitzunehmen. Damit wir nicht so oft reisen müssen, weil ich genug Zeug auf Lager habe. Klar, wenn es ein Quest-Item oder so gibt oder reines Gold, das schadet auch nie, das nehme ich auch mit. Aber den ganzen anderen Rest lasse ich liegen. So, und jetzt sehe ich gerade, auch das ist ein Irrweg. Frage mich, was zum Teufel hat man sich dabei gedacht? Wo wollte man den Spieler lang schicken? Wenn es überall nur Sackgassen gibt. Und ich bin mir relativ sicher, dass es hier einen Weg gibt. Ich finde ihn noch nicht. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man hier keinen Weg gemacht hat. Ich bin einfach kein Freund von Rummeln. Da oben zum Beispiel, das wäre auch teuer, aber da können wir nicht hoch. Alles ist immer zerbrochen. Im Endeffekt, ja, sind jetzt wieder im Kreis gelaufen. Huch, jetzt bin ich runtergefallen, okay. Das ist natürlich blöd gewesen, da kann das Spiel nichts für. Das war mein Fehler, da waren wir auch schon drin. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Das sah vielversprechend aus, aber genau hier hinten war eine Sackgasse. Alles eingestürzt und dann war wenn ich hier lang, weil das von der geografischen Richtung sinnvoll ausschaute, war aber auch eine Sackgasse. Irgendwie fehlt es mir hier. Mir fehlt eine Idee, wo ich richtig bin. Hier sind wir meines Erachtens gekommen. Wir wollen ja eigentlich hoch auf die andere Seite, also zumindest schätze ich mal, dass das das Ziel ist. Da drüben irgendwo wollen wir hin. Ob er darüber vielleicht kommt? Wir versuchen das mal. Hep. Hier haben wir schon alles geklärt. Und manchmal gehört Suchen halt auch mit dazu, das verstehe ich ja auch. Das kann halt manchmal frustrierend sein. So, das war der Eingang da drüben. Hier war der Turm, den wir ganz am Anfang gemacht haben, soweit wir kamen. Genau. So, das ist das, was ich von der anderen Seite drüben gesehen habe. Das sieht aber auch aus, als wenn das alles auseinandergefallen wäre. Komme ich hier mal irgendwie runter? Ja, das stimmt zerstört. Geht's da lang? Kein Bock, den Weg runterzulaufen. Mal einen Feuerball runterschmeißen, ha? Huh? Oh, wow. Ja, der leuchtet mal gerade nichts. Was sagt denn die Karte? Geht's hier lang? Ja. Die fiese Karte sagt eigentlich, dass es hier irgendwie lang geht. Aber das kann eigentlich nicht der Weg sein. Nope. Das wird uns auch hier nichts mehr rumhüpfen. Komm jetzt wieder zurück, komm. Das wäre jetzt zu fair. Ja, gut, dann brauche ich mir die ganze Quatsch, nämlich nur laufen. Ja, dann bin ich allerdings mit meinem Latein schon wieder am Ende.
Oh, haben Pilz liegen lassen. Ich soll mal einen Bogen schießen, ne? Das ist dasselbe Ding, wo wir gerade drauf waren, ne? Na, fast. Wird uns nichts bringen? Und hier ist auch Wand. Ah, ist viel zu hoch, ist viel zu hoch. Ah, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Das könnte was sein. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, das ist der Weg. Oder zumindest ein Weg, den wir nicht hatten. Ich will das mal noch umformulieren. Ja. Hi. Ersten Remora, viel Spaß damit. Ja, schlag mich. Wenn der schlägt dich, viel Schaden macht er. Bumm! Da ist unten. Das hat sie nicht überlebt. So, ein bisschen Pilz sammeln. Das Problem ist, jetzt hier schon wieder Schluss, oder? Aha. Hätte ja auch kein Bock, Problem rüber zu springen, ne? Die Frage ist, ob ich drüben irgendwo ankomme. Wisst ihr was, wir speichern jetzt mal. Und nehmen Drop Zone, springen dann einfach mal rüber, so gut es geht. Das ist nämlich, glaube ich, von uns die Barrikade, wo ich nicht hingekommen bin. So, jetzt muss ich gucken, so ist springen und so ist rennen. Na komm. Ja, komm, lass mich rüber, yay! Unkonventionelle Lösung, hoffe ich mal. Okay, es wurde, ich nehme es einfach mit, weil es geil ist. Es wurde also schon gedacht, dass es hier versucht. Jetzt kommen wir trotzdem nicht weiter. Dieses Dungeon beginnt mich zu ärgern. Jetzt sind wir über die Klippe gesprungen. Nix. Und wieder alles rumlatschen. Ah! Meine Güte. Darüber wollen wir, oder? Ja, wollen wir. Okay. Das war auch nicht die Lösung. Vielleicht wirklich den Weg mal versuchen. Das ist natürlich jetzt echt schade. Vor allem wieder alles latschen. Oder kann man hier irgendwie durchtauchen? Auch nicht. So. Ja, und wieder geht's los. Es wird eine Folge, wo wir nur die ganze Zeit den Weg suchen. Ich merke das schon. Ich bin der festen Überzeugung, dass man hier irgendwie weiterkommen muss. Wir haben jetzt ja auch wieder ein paar Gänge gefunden und alles, aber nicht der richtige. So, und auf der Karte war das links. Wenn ich von hier komme, müsste es auch links sein, oder? Da oben. Boah, also, falls das der Weg sein soll.
offenbar nicht. Wo bin ich? Sind wir? Hier. Irgendwo rechts. Ich sehe rechts nichts. Macht ihr euch über mich lustig? Hä? Es gibt hier keinen Weg. Okay, ja, hier am Tisch. Ich sehe nicht, wo es hier lang gehen soll. Komm bis da hoch, dann ist Schluss. Aber das ist genau die Blickrichtung. Also dann macht mich wahnsinnig. Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass ich auch schon mal getaucht war. Ja, hier ist nicht wirklich was. Heiliger Würm. Gibt's das denn? Ja, das ist dieser kleine Trampelpfad, den wir gerade schon hatten. Hier kann es auch keinen Weg nach von oben geben. Wo sollen wir denn oben rauskommen? Verstehe ich nicht. Ja, kommt mal nur. Hier geht's auch nur da lang. Ich gehe jetzt alles nochmal ab. Das. Also wer sich das ausgedacht hat, der war entweder wahnsinnig oder ein Genie. Bah, Tür. Ich renne jetzt, das ist mir egal, auch wenn ich mit dem Hinterhalt reinrenne. Es würde mich sogar freuen. Das würde heißen, dass ich ja richtig bin irgendwo. Ich beginne trotzdem wirklich an meinem Verstand zu zweifeln. Das ist nicht gut. Ja, das habe ich alles schon mal gesehen. Da war ich auch schon, daran erinnere ich mich. Gucken wir mal hier runter. So, da ist der Weg in die tiefe, dunkle Höhle. Weiter gibt's da nichts. Also, jetzt geht's langsam zur Richtung Frustration. Da sind wir vor uns gerade hochgeklettert, das hat nichts gebracht. Weil das ist dieses komische Ding hier. Wir
Als wenn hier ein Geheimgang dahinter wäre oder so. Aber ist nicht. Okay. Kleinen Moment, ich pausiere jetzt mal, ich gucke mal, ob ich was finde im Internet. Okay, der Wahnsinn ist komplett. Ich habe mir jetzt haufenweise Sachen angeschaut. Niemand hat den Weg bei Let's Plays jemals gefunden. Nun will ich jetzt nicht sagen, dass ich blöd bin, wir haben schon einiges mehr gefunden, aber es ist durchaus deutlich komplexer, dieses Labyrinth hier zu durchforsten. Es muss irgendwo einen Weg geben, das ist schon mal klar. Problem ist, ich finde niemanden, der es kennt. Auf der Mod-Seite selbst sehe ich anhand von Bildern, oder vermute ich zumindest, dass ich das sehe, das ist besser so ausgedrückt, dass da durchaus es Leute gibt, die da schon durch sind. Es muss also gehen, es ist also nicht verbuggt oder sowas. Aber verdammte Axt. Wo nur? Wo? Haben wir jetzt echt gerade einen Weg gefunden, den ich vorher noch nicht hatte? Ich glaub's nicht. Also ich glaub's schon, das ist toll. Wir waren tatsächlich noch nicht. Okay, also mal wieder ein Hinweis. Meine Güte. Ist da jemand? Ja, und ich bin so froh, dich zu sehen. Auch wenn du mich töten willst. Ich freue mich, dass wir uns gefunden haben. Hier hast du ein Tremoral. Viel Spaß damit. Cool. Wo hast du hingeschmissen? Da. So, sehr schön. Ein Anzeichen von Leben gefunden. Meine Güte, wirklich verwinkelt. Cool gemacht hier mit dem Altar, nenne ich es mal. Zauberbuch Zombie weg. Nö, lass mal da. Oh Gott, war das eine lange Suche. Hey, dann kann ich auch sagen, ich bin der Erste, der die Karte streamt und schon einen weiteren Weg gefunden hat. Die meisten haben eigentlich nicht mal so weit gefunden, bis zu den Höhlen hier. Das ist erstaunlich. Aber beeindruckend. Der Nerd in mir hat ja auch geschrien: Nein, du musst das Dungeon schaffen. Es gibt einen Weg. Du musst ihn nur finden. Ich habe zu lange an der falschen Stelle gesucht, scheint mir. Ist mir jetzt nur gerade so dadurch durch die Karte aufgefallen, boah, Meister. Nur durch die Karte aufgefallen, dass da ein kleines Stückchen schwer zu erkennen war. Das zweite, was mir aufgefallen war: Gibt viele YouTuber, die gerne einfach sehr laut schreien. Und ich rede jetzt nicht davon, dass hier irgendwie Jumpscare ist, zumindest habe ich keinen gesehen, sondern die wahrscheinlich meinen, dass alle Fans mehr oder weniger taub sein müssen. Und wenn nicht, haben sie anscheinend das Ziel, sie taub zu machen. Schwerer Winkel. Okay. Bisschen steiler oder nicht? Jetzt nur kurz. Nee, ein bisschen flacher, okay. Auch nicht, hä? Na gut, Meister ist halt sehr kleines Hitfenster. Aber so zur Seite schon gut, okay. Aber das war schon zu sehr wieder.
Komm schon, komm. Damn it. Okay, also wenn ich starte, kurz unterhalb der Schraube. Ich mach schnell. Zack. So. Das finde ich jetzt echt nicht witzig, dass die Karte jetzt nicht mehr auftaucht. Ernsthaft? Danke, boah. Ich wollte jetzt kurz in Panik ausbrechen. Das ist die Truhe, okay. Ich hoffe, wir sind auf der anderen Seite. Wir sind auf jeden Fall hier noch nicht gewesen, das ist schon mal schön. Es sind noch Pilze. Wie gesagt, der Dungeon ist ja an sich auch cool gemacht. Aber wenn man den Weg nicht sieht, weil es so krass verwinkelt ist. Hier knarrt so irgendwo ein Skelett rum. Machen wir jetzt rechts. Zumindest ist er eigentlich auf der anderen Seite. Ja, das ist schon mal eine gute Richtung. Hi. Ja, komm, was soll's. Wäre es Quatsch gewesen, hätte es sich gleich nicht gelohnt. Guck mal, da zum Beispiel ist auch eine Truhe. Ha, könnte mal runter und dann dahin, da hätte man die. Knochenmehl nehmen wir. Oh, davon haben wir eigentlich auch genug. Was war das? Ja, die Banditen mit Superohren hier. Okay, dann war wahrscheinlich eben tiefer. Ich hatte mich auf etwas Blut gefreut. Okay, der Meister der Nacht. Cool gemacht. Vampirstaub, wir haben hoffentlich keine Vampirkrankheit, hoffentlich. Kurz mal gucken. Wo findet man es denn bei Magie trotz allem, ne? Tiefe Effekte. Viele, aber kein Vampirismus. Gut. Haufenweise Seelensteine. Vampire's Note. What a weakling. I was a mortal, a human being. Ich versuch's mal Deutsch. Was für ein Schwächling. Ich war ein Sterblicher, eine menschliche Seele. Pah! Nun fühle ich mich wirklich stark. Die Kraft brennt in mir. Die Banditen sind für mich nur Futter. Miserable Kreaturen. Ihre Gefangenen waren delikat. Jetzt werden wir uns die Wächter holen. Wir werden sie alle essen. Aber wir sind noch in der Unterzahl. Wir sind nur zwei Vampire. Und auch wenn wir sehr stark sind, ist es nicht genügend. Doch nun ist unsere Zeit.
Mein Blutsbruder und ich haben die getöteten Mina wieder erweckt. Bald schon wird unsere Armee der Untoten stark genug sein, die Banditen zu schlagen. Durch diese gesamte Mine laufen die Skelette der ehemaligen Minenarbeiter zu ihrem Posten, während die Banditen in die Dunkelheit starren. Unmöglich, sie zu sehen. Unmöglich, für sie abzuschätzen, was auf sie wartet. Wir werden bald zuschlagen. Okay, wir können es nicht nehmen, das wiegt nichts. Okay, an der Stelle machen wir jetzt mal einen Break. Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat mit den Suchen, aber jetzt kommen wir ja weiter. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!